Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Es gibt leider noch nichts Neues, Großartiges über Prehistoric Kingdom zu berichten, nur dass in Kürze ein Livestream stattfinden soll. Wann in Kürze? Nun etwa Ende des Monats, so in 3,5 Wochen, so in etwa. In diesem Livestream soll es wohl endlich darum gehen, was Black Raven Studios mit Prehistoric Kingdom alles erreicht hat und was sie uns zeigen können. Unter anderem wird es auch endlich die neuen Dinosaurier geben, welche die älteren Dinosaurier, wie im vorigen Videos erwähnt, ersetzen werden. Dazu noch wurde bestätigt, dass der Livestream wirklich direkt Ende des Monats in der letzten Septemberwoche veröffentlicht werden soll. Doch trotzdem gibt es schon einiges Neues zu sehen, was wir zum Beispiel heute schon sehen können, auch wenn es nicht so groß um Dinosaurier sich handelt, aber zumindest etwas Umwelt. Eines der ersten Bilder zeigt vor allem eine Art Mulchplatte, wo man kleine Pflänzchen drauf tun kann und ein paar kleine Steine, und das kann man sozusagen wie seinen eigenen Garten gestalten. Eigentlich ziemlich cool, wenn ich das mal so sagen darf. Sowas gibt es bei Plants Zoo zum Beispiel überhaupt noch nicht. Dadurch, dass man durch das modulare Building im Prehistoric Kingdom die Pflanzen nach Belieben vergrößern oder verkleinern kann, finde ich, ist das ein nettes Feature, wenn man sich sozusagen so eine Art Mini-Garten bauen kann, mit so einer Art Mini-Pflanzenpracht. Und diese kann man dann natürlich auch wie so eine Art Plan ansehen, wenn man das so sagen darf. Die verschiedenen Baumöglichkeiten ermöglichen einen es sogar, ein paar Steine so drumherum zu bauen, dass es eben rund aussieht. Diese netten Dekorationen hier kann man dann in seinen eigenen Park mit einbauen und dann als Dekoration verwenden. Ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool, dass daran auch gedacht wird. Zwar könnte man bei Planet Zoo sowas ähnliches bauen, aber das Vergrößern und Verkleinern von Pflanzen ist ja im Planet Zoo, wie ihr wisst, leider nicht möglich. Man kann sie nur etwas mehr in die Erde einpflanzen, um zum Beispiel trockenes, hartes Gras zu simulieren, aber sonst ist sowas hier, wie man hier bei Prehistoric Kingdom sieht, leider nicht möglich. Und die richtig Kreativen können damit sogar dann so eine Art kleines Terrarium simulieren, wo dann sozusagen ein kleines Tier rein könnte. Ich denke selber zwar nicht, dass da ein kleineres Tier rein könnte, wie zum Beispiel ein Compsognathus, weil es ja solche Tiere schließlich nicht gibt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es später irgendwann mal eine Art DLC von Prehistoric Kingdom, das uns ja ermöglicht, so eine Art Mini-Gehege für Mini-Tiere mit einzurichten. Ansonsten ist das wie so eine Art Gewächshaus, was man sich hier auch als schöne Dekoration hinstellen kann. Vielleicht sogar so, dass die Menschen da sogar rumlaufen können. Pflanzen wie die des tropischen Bioms sind wichtig für eine gesamte Gehegegestaltung und für eine Dekoration innerhalb eines Parks bzw. Zoos. Denn ohne Pflanzen gäbe es nämlich kein Leben auf der Erde. Und ohne Leben auf der Erde gäbe es auch keine Pflanzen. Alles lebt in einer Symbiose zusammen und das kann man in einem Park wie Prehistoric Kingdom eben auch so darstellen. Man kann zwar jetzt von dem Bild ausschließen, dass es wirklich nach sehr wenig Zeug aussieht, aber dadurch, dass man das Gesamte dann alles in einem Gehege so einbauen kann, wie man will, kann man dann am Ende sagen, das ist doch dann ziemlich viel, was man da machen kann. Mit bestimmten Pflanzentypen fühlen sich dann auch die Dinosaurier und die anderen Tiere noch viel wohler. Tiere, die scheuer sind, können sich dann zwischen den Pflanzen alle zurückziehen und verstecken. Kleinere Tiere finden dann sogar Deckung und so weiter und so fort. Und dazu kommt noch, dass Pflanzen und Gewässer richtig kombiniert richtig, richtig gut aussehen. Vor allem muss man aber auch beachten, dass nicht alle Wälder unbedingt wie die Heimat für Dinosaurier aussehen. Manche Wälder, die zum Beispiel aussehen wie unsere modernen Wälder, waren zum Beispiel die Heimat von Mammuts und anderen Säugetieren, die heute noch leben. Die Pflanzenvielfalt von Prehistoric Kingdom ist grenzenlos. Genauso grenzenlos wie die Baumöglichkeiten, die man bei Prehistoric Kingdom hat. Und wenn die Berechnungen stimmen, dann ist der letzte Freitag in der Woche, wo der Stream angekündigt werden soll, der 25.09.2020, wo man dann endlich vielleicht sogar noch mehr Gameplay als sonst sehen kann. Und wer weiß,
Vielleicht erfahren wir dann am Ende auch, wann endlich die Alpha-Version dieses Spiels rauskommt, damit dann endlich auch an der Beta gearbeitet werden kann. Das war jedenfalls das Prehistoric Kingdom Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich beim nächsten Mal hundertprozentig wieder bei einem neuen Video von Prehistoric Kingdom. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.